Er ist der Erste, der hier morgens auf dem Biohof auf den Beinen ist. Und das ist Eber Herbert, ein Angler-Sattelschwein. Eine alte und seltene Haustierrasse. Na, wie geht's dir? Hätte er gestern die Eier abgekriegt, weil er in die Wurst soll, aber er ist quick mit dem, ne? Den geht's gut. Weil der Tierarzt gestern aber die Eier abgenommen hat. Der darf nicht mehr, der ist zu groß. Der würde jede Sau tot machen, wenn der darauf geht. Der hat seinen Dienst getan, der kommt jetzt in die Wurst. Das wird Bratwurst, alles. Bis zum November hat er allerdings noch Schonfrist. Währenddessen, gegen 7, ist auch Biobauer Jörg Altmann zurück. Hat seine beiden Milchkühe von der Weide geholt, um sie gleich im Stall zu melken. Nachts lässt er die Tiere jetzt im Sommer draußen. Auf der Weide ist trotz der Trockenheit immer noch genug Futter. Da sind wir ganz glücklich. Und dann ist der Stall morgens schön sauber und Heu haben wir eh nicht mehr. Was wir verfüttern könnten, das brauchen wir alles schon für den Winter. 2 Milchkühe reichen Jörg, um Quark und Käse herzustellen. Die Nachhaltigkeit, das Ressourcenschonende, das können die Leute doch sehen und spüren. Dass hier das irgendwie anders ist. Dass der Hof heimeliger ist. Dass man eben mit einer Kuh noch unter einem Dach wohnen kann. In dem Haus findet noch ganz viel das Leben wie vor 150 Jahren statt. Nahe der Ostsee im Klützer Winkel liegt der Hof Hoher Schönberg. Jörg Altmann hat vor 20 Jahren den stillgelegten Hof gekauft und nach und nach aus- oder neu gebaut, ganz traditionell. Wie die Scheune mit dem Hofladen. Und er läuft gut mit eigenen und zugekauften Biowaren. 140. Frühstückspause für einige der 12 festangestellten Mitarbeiter. Alle arbeiten hier so eigenständig wie möglich für 9 Euro pro Stunde. Vielleicht wird auch mal einer seiner 3 Söhne den Betrieb übernehmen. Einer muss ja einen Hut aufhaben, ne? Jörg nennen die meisten nur den Bauern. Nein. Der Hof liefert saisonal Obst und Gemüse und ganzjährig Öl, Fleisch, Wein und Käse. Frisch- und Schnittkäse von den beiden Kühen und Ziegen. Eine Woche nach der Kastration kommt er wieder auf die Weide. Rund 300 Kilogramm wiegt Herbert und ist 5 Jahre alt. Wegen des männlichen Hormons Androstenon stinkt Eberfleisch und schmeckt nicht. Deswegen werden Eber auch hier kastriert. Und dann packe ich einen Strohballen unter dem Wagen, oder? Ja, ist eine gute Idee. Und? Ja, ist noch tüchtig geschwollen, ne? Aber ja. Herbert darf noch 4 Monate leben. Dann erst ist das männliche Hormon in seinem Körper abgebaut. Der Tierarzt hat ihn im Stall kastriert, wo es natürlich nicht steril ist. Hat kein Fieber, frisst, das ist immer so das Wichtigste. Also das ist unglaublich, was Schweine an Verletzungen oder Wunden oder sowas wegstecken. Wundert man sich immer. Und das sind seine letzten 10 Ferkel. Nebenan im Gemüsegarten. Gärtner Michael Manske arbeitet mit der alten Radhacke aus den 20er Jahren. Stiel und Messer sind inzwischen neu. Na ja, bei der Wärme ein bisschen anstrengend. Genau, aber man ist schneller durch als mit der Schlaghacke. Das hackt das Unkraut ab, also kappt die Wurzel von der Pflanze, sodass sie dann vertrocknet und lockert den Boden auf, damit das Wasser im Boden bleibt. Die rund 4000 Quadratmeter Gärten sind ums Haus verteilt. Klein strukturiert ist der Biohof und bunt gemischt.
Auch Gärtner Michael spritzt, aber nur mit biologisch-dynamischen Präparaten. Hornkiesel, ein Mineral, um die Pflanzen zu stärken. Die Trecker auf dem Hof sind mindestens 40 Jahre alt. Die können sie noch selber reparieren. Und neue können und wollen sie sich nicht leisten. Auch alle landwirtschaftlichen Nutzflächen liegen um den Hof verteilt. Keine langen Anfahrtswege. Insgesamt 25 Hektar. Der Hafer ist später dran. Jetzt, Mitte Juli, ist der Weizen reif. Den Roggen haben sie schon geerntet. Gerald Palme ist neben Bauer Jörg für den Fuhrpark zuständig. Dazu gehört auch ihr eigener Mähdrescher, anno 1964. Ich muss jetzt ein bisschen durchdrehen, weil ich hier ein paar Schmiernippel abschmieren muss, hier von den Schuttersieben hier drin. Und die muss ich mir erst in richtige Stellung bringen. Ich geh auch schon. Und das ist ganz wichtig, weil das hier nur auf Holz gelagert ist. Und wenn man das nicht abschmiert, sind die Dinger ratzfatz weg. Ne? Halt drauf. Oder geht rein. Geht rein. Das ist schon was ganz Besonderes hier. Weil sowas kaum noch läuft heutzutage. Ne? Also, das ist ja fast so ein Museumstück. Verringert hat man ja. An diesem Julitag über 30 Grad und seit Wochen kein Regen. Ist ordentlich was drin? Oh. Ja, sind auch nicht so klein, die Körner. Der ist gut. In Betracht der Trockenheit ist es gut, ne? Ja. Viele haben ihr Weizen oder Getreide geschreddert, weil da nichts in der Körner ist. Weil in dem Moment, wo es wächst, einfach keine Feuchtigkeit da war. Doch hier nahe der Ostsee nachts und morgens Tau. Der wirkt wie ein zarter Regenguss. Also wir haben hier verschiedene Böden. Ne? Also das hier oben ist sehr sandig, da hinten ist es ein bisschen humöser, der Boden humoser. Und da ist richtig fett. Da muss ich dann mit Mähdrescher ein bisschen langsamer fahren. Ja. Weizen haben sie in diesem Jahr auf rund 1,5 Hektar angebaut. Nebenan wirtschaftet ein konventioneller Bauer. Die Flächen des hohen Schönberger Hofes wirken dagegen wie schmale Handtücher. Obwohl Gärtner Michael immer wieder die Radhacke gegen das Unkraut einsetzt, die Melde hat sich auf der Fläche mit der Gründüngung breit gemacht. Dabei soll die Gründüngung doch die Bodenstruktur verbessern und der Erde später Nährstoffe geben. Ja, die Melde, die setzt sich immer relativ schnell durch, die wächst halt auch schnell. Und so Beikräuter, Wildkräuter, die sind immer im Vorteil gegenüber dem, was man aussieht. Aber wenigstens kann die Tierpflegerin Malvine Scheidt die Melde gut gebrauchen. Wir fahren das jetzt zum Schwein. Die sind ja oben auf der ziemlich trockenen Koppel. Also es hat einfach nicht mehr geregnet und dadurch ist da nichts mehr gewachsen. Außer Kamille. Und die mögen sie nicht. Und dann können sie hier ein bisschen Grünzeug fressen. Sau Sabine müsste jetzt seit 2 Monaten trächtig sein. So hoffen alle. Für die Schweine eine willkommene Mahlzeit. Denn ihre Wiese haben sie zertrampelt. Das ist jetzt diese Hightech-Reinigungsmaschine. Das Baujahr weiß ich nicht.
Und das ist das gehandelte Getreide. Strom ist da. Ja. Nee, dreht nicht. Warte mal aus. Nee, ist aus. Ach so. Der Riemen ist gar nicht drauf. Hat ihn einer abgenommen? Weiß welcher läuft denn ab? Dieser hier, ja. Ja, den haben wir letztes Mal. Warte mal. Ja. Von unten? Sie tut es immer noch. Die Getreidereinigungsmaschine der Marke Stahl-Neusaat aus den 30er Jahren. Trennt die Spreu vom Weizen. Oder jedem anderen Getreide. Durch Rütteln unterschiedlich feiner Siebe und durchgepusteter Luft. Heraus kommt Weizen feinster Backqualität für den Verkauf unten im Hofladen. Wir haben uns ja die Körner auf dem Feld angeguckt. Das ist erstaunlich gut ausgefallen. Also wirklich wieder erwarten. Wir sind sehr zufrieden damit. Woran liegt's? Wahrscheinlich daran, dass der Boden im Herbst sehr nass war und dass der Boden hier, man sagt, er ist windig, er hält gut Wasser. Und so hat er das, ja, lehmig, und so hat er das auch lange gehalten, ja. Ein gutes Getreidejahr für den Hof, während andere Bauern über hohe Verluste klagen. Unter jeder Plane ein landwirtschaftliches Gerät. Weil es an Scheunen zum Unterstellen mangelt, nehmen sie gebrauchte Silofolien vom Nachbarn als Wetterschutz. Der alte Kartoffelroder. Der hat schon ein paar Jahrzehnte gesehen. Bauen jetzt erstmal an. Moritz Ahlhorn teilt sich die Geschäftsführung des Hofes mit Jörg Altmann. Neben der Büroarbeit müssen sie auch täglich mit raus aufs Feld. Generell war das für uns ein sehr schönes Jahr, dass die Kartoffeln keine Fäule gekriegt haben, keine Kraut- und Knollenfäule, und aber trotzdem wuchsen. Und die viele Sonne hat irgendwie schon einen schönen Ertrag gemacht. Wir haben ja auch nicht so viel Kartoffeln, aber wir brauchen ja nur so viel Kartoffeln, wie wir im Hofladen verkaufen. Die 8 Reihen haben immerhin 1,8 Tonnen Kartoffeln erbracht. Die ersten geernteten Kartoffeln aus diesem Jahr probieren sie natürlich gemeinsam. Mit Quark aus der Milch ihrer beiden Kühe und frischem Leinöl aus ihrer Ölmühle. Das ist ja die Sorte Gunda. Die ist mehlig kochend. Ist uns auch ein bisschen zerfallen beim Kochen jetzt eben, aber schmeckt sehr lecker. Also ein schönes Kartoffeljahr. Ich freue mich. Ja, du musst jetzt aber erstmal Pfirsichwein probieren. Die letzte Flasche aus dem vergangenen Jahr. Lecker. Schmeckt. Dann möchte ich gerne mit euch prosten auf die schöne Kartoffelernte und auf das schöne Zusammensein. Zum Wohle, Herr Lenz. Genau, zum Wohle. Und dann die überraschende Nachricht. Tierpflegerin Malvine musste aus gesundheitlichen Gründen ihren Job aufgeben. Jetzt muss ich das machen, Jo. Alle Schweine füttern, bis eine neue Tierpflegerin gefunden ist. Aber für den gelernten Reetdachdecker Kai Riemann ist das hier auf dem Hof ohnehin keine Arbeit, sondern das Paradies. Er unterstützt ja nur seinen Freund Jörg. Alles Reste vom Hof. Molke, Getreide, Presskuchen aus der Ölmühle, was nach dem Pressen zum Beispiel vom Leim übrig bleibt. Verfressen sind die 10 Ferkel von Sausabine immer.
Boah. Ist jetzt sicher, dass Sau Sabine trächtig ist? Die ist neu belegt, ja. Sicher? Ja, gehen wir von aus, ja, ja. Weiß er Näheres? Nee, das, nö, ich nicht, nö. Aber ich gehe davon aus, dass er das hingekriegt hat, ne? Guck mal, aber da ist der neue bei. Du bist zu klein, der Eber. Das klappt noch nicht, der braucht eine Stütze. Doch, steh hier hin, siehst du? Guck mal, das, wenn jetzt, das ist der neue Eber, ne? Und der regelt das jetzt. Ende Juli muss das Stroh vom Roggen rein. Über 40 Grad auf dem Feld. Aber nicht nur die Hitze macht ihnen zu schaffen. Auch die Kleinballenpresse aus den 60ern läuft noch nicht rund. Die Ballen müssen fester gepresst werden, sonst kann das Band sie nicht zusammenhalten. Hier, der zweite ist nicht gebunden. Die Schweine haben ihr eigenes Rezept gegen die Hitze. Auf den begehrtesten Platz haben es alle abgesehen. Die Kruste schützt zudem vor Sonnenbrand und Parasiten. Bei der 5-jährigen Sau Sabine stellt sich später raus, nicht trächtig. Da für sie kein Eber mehr zu finden ist, wird auch sie geschlachtet. Gärtner Michael wässert jetzt immer nur kurz. Und nicht mit Leitungswasser. Die Tiere dagegen dürfen ausgiebig trinken. Quellwasser, geleitet in kleine Tümpel und Rinnsale. Da kommt das Wasser hier aus dem Berg, drückt hier raus. Und hier gibt es halt einen kleinen Zulauf zu diesem Teich, den wir gebaggert haben. Man sieht es jetzt hier am Wasserspiegel, da sind schon so 10, 20 Zentimeter. Ist schon abgesunken. Wenn ich jetzt den ganzen Tag bewässert hätte, dann wäre das 30, 40 Zentimeter tiefer. Und dann wäre das schon fast leer. So gut wie alles fahren sie auf, wenn es um ihr wichtigstes Kapital geht, den Boden. Während konventionelle Landwirte ihren Boden mit Kunstdünger versorgen und Pestizide verwenden können, soll es auf Jörgs Hof nur Natur sein. Vorwiegend aus dem eigenen Wirtschaftskreislauf. Das ist jetzt eine Mistmiete, die ein knappes Jahr hier gelagert hat. Da haben wir Stallmist von der Ölmühle Presskuchen und Boden immer geschichtet. Und den fahren wir hier jetzt auf den Acker drauf und arbeiten den gleich ein. Eine Fracht, bester Kompost, besonders nährstoffreich. Oft mit dabei Moritz kleiner Sohn Jonte. Er soll schon auf dem Trecker gesessen haben, bevor er überhaupt laufen konnte. Kai pflügt den Mistkompost ganz flach unter, lockert so gleichzeitig auch den Boden. Und er bringt durchs Pflügen Unkrautsamen sowie Quecken und Disteln an die Oberfläche, die dann keimen und vertrocknen sollen. Mehrmals im Jahr machen sie das so. Auch konventionelle Landwirte pflügen. An solchen Sommerabenden genießen sie manchmal auch einfach nur die Aussicht vom Hohen Schönberg, gleich neben dem Hof. Im August beginnen die Pfirsiche langsam zu reifen. Weil die anderen Wiesen vertrocknet sind, soll Kai die Schafe hier kurz weiden lassen. Pass auf, dass die Schafe die Pfirsiche nicht auffressen. Das sollen die nicht, die sollen das Gras fressen. Eine Stunde lang, dann nehme ich die wieder runter. Aber das geht nicht, weil die fressen uns die Pfirsiche auf. Die mögen sie.
Wenn die mich sehen, lassen die das nach. Die sind nicht blöd. Und dann entdeckt er etwas. Ein völlig ausgemergeltes Lämmchen. Kannst du sehen, Jörg? Ja, ein bisschen dürre ist es, ne? Die Mutter hat ein ganz schlaffes Euter. Da müssen wir mal schauen, was die Mutter hat, ob die irgendwas am Euter hat oder nicht, ne? Aber hier haben sie ja gut zu fressen erstmal. Vielleicht hat die Mutter auch ein bisschen wenig Milch. Müssen wir mal gucken. Oh, guck mal hier, ein kleines Mäuschen. Moin. Junge. Ich setze es mal hier hin. Ja. Es ist offenbar erst vor wenigen Tagen geboren worden. In der Flasche ist Ziegenmilch. Das ist ja ziemlich verwandt. Und den Schafen mal ein bisschen Schrot immer anbieten und dem Kleinen immer ein bisschen Milch, dann wird das schon. Guck mal, so kräftig getrunken, also das ist schon ein totaler Erfolg. Ne? Und jetzt kriegt Mutti gleich noch ein bisschen Schrot. Und dann haben wir's. Nehme ich noch mal was mit hier. Oben auf dem Scheunendachboden ist noch eine Menge Platz. Die zweite und dritte Heumahd im Frühsommer hat kaum noch was gebracht. Sie werden Heu zum Füttern zukaufen müssen. Das ist jetzt Erbsenstroh, das ist nicht unbedingt Futter, aber man kann es eben verfüttern. Und aufgrund der Heuknappheit haben wir es jetzt aufgepresst, statt zu schreddern. Und dann ja, wollen wir mal schauen, wer es frisst und wie wir es verfüttert kriegen, welchen Wert das dann für uns hat. Anfang September sind die Pfirsiche reif. Das ist Höchstertrag. Und auch von der Größe her. Die sind ja wie aus dem Paradies, ne? So, der ist doch besser wie gekauft, oder was? Und knackereif. Die sind gut. Das wird ein guter Wein. Schiebst du oder soll ich? Kann schieben. Was? Ich kann schieben. Das ist jetzt noch vielleicht die Hälfte. Ja. Rund 500 Kilo Pfirsiche werden sie schließlich von ihren 90 kleinen Bäumen ernten. Da sortieren wir die guten aus für die Vermarktung als Tafelobst. Und die angeschlagenen, die verarbeiten wir zu Obstwein, also zu Pfirsichwein. Und dann gehen auch einige Pfirsiche jetzt nach Lübeck an die Landwegemärkte. Das ist ja eine Genossenschaft, wir sind Genossenschaftsmitglied. Wir sind der einzige Betrieb, der Pfirsiche hat. Und somit ist es dann unser Recht, die Pfirsiche zu liefern. Himbeeren im Oktober. Und auch Mangold wächst jetzt noch prächtig. Kai hat einen neuen Freund gefunden. Der möchte allerdings jetzt noch mindestens dreimal am Tag gefüttert werden. Das ist Eddie, ne? Der war zweimal tot. Der hat noch mal eine Vergiftung gehabt. Der hat Pfirsichkerne gegessen. Der wäre uns beinahe noch mal verreckt. Den haben wir zweimal aufgepäppelt. Dann hat er ein paar Pillen gekriegt, damit er abführen kann. Und jetzt geht das wieder ganz gut mit ihm. Der wird nicht geschlachtet, den schenke ich irgendeinen Kindergarten oder irgendeinen Streichelzoo. Das kannst du nicht machen, so ein Tier kannst du nicht tot machen. Gärtner Michael bei der Ernte. Wo jetzt die Mohrrüben wachsen, hatte er im vergangenen Jahr den Boden mit kompostiertem Mist gut gedüngt. Naja, das, zum einen ist es die Sorte, also es, die recht groß wird auch. Das ist auch eine biologisch dynamische Züchtung, Rodelica heißt die Sorte, ist recht verbreitet. Und ansonsten seit diesem Jahr
halt zusätzlich noch die Präparate, biologisch-dynamischen Präparate, die jetzt ja nicht unbedingt als Düngung wirken, sondern eher zur Kräftigung der Pflanze, zur Gesundheit der Pflanze auch. Hornkiesel hatte er versprüht. Gemahlenen Quarz. Und dann muss jetzt im Oktober auch schon der Weizen für nächstes Jahr rein. Die Vorbereitungen an der alten Drillmaschine dauern Stunden. Sie stammt aus einer Zeit, als auch noch Pferde die Drille ziehen konnten. Hier kann ich nachgucken, wie wir die Vorjahre gedrillt haben, welche Einstellung. Kein Weizen, da. N18. Wollen wir mal gucken, was N18 hergibt. Also. N18 ist eine Aussaatstärke, also wie viel Kilogramm Weizen auf einen Hektar ausgebracht werden. Sie lieben ihre alten Geräte und Maschinen nicht nur, weil sie wenig in der Anschaffung kosten und sie noch reparieren können. Muss man immer alles neu kaufen? Es ist ja so viel da auf der Erde. Und wenn die Leute ihre Sachen länger behalten würden, sie länger pflegen würden, würde vielleicht weniger Müll entstehen und die Zeit würde vielleicht auch ein bisschen langsamer ticken. Kai und Moritz sind schon auf dem Feld, bereiten den Boden für ein gutes Saatbeet vor und hoffen, dass die Quecken jetzt weg sind. Ja, hier ist alles noch so ein bisschen da. Die Quecke, die lebt noch, volles Programm. Die ist immer noch. Los. Wir hatten ja die Schwierigkeiten mit dem letzten Jahr, dass wir nichts gegen die Quecke machen konnten. Haben hier damals, als wir den Acker übernommen haben, das ist schon sehr lange her, haben wir Queckennester übernommen, obwohl das ja konventionell bearbeitet wurde und müssen jetzt sehen, wie wir sie loswerden. Jetzt haben wir Anfang Oktober, jetzt ist natürlich Queckenregulierung oder Bekämpfung ist jetzt kaum noch möglich, weil die Quecke, die jetzt oben auf dem Acker dann liegt, die trocknet gar nicht mehr so einfach ab. Aber irgendwie werden wir die Quecke jetzt noch einmal mit durchs Jahr nehmen. Und wie wollen wir weitermachen? Ja, Gruppen, Saatkombination, drillen. Einmal alles. Ja. Der gerade angeschaffte Grubber geht noch tiefer in die Erde, macht sie so feinkrümeliger. Alles, um bestmögliche Bedingungen für den Weizen zu schaffen. Danach setzen sie das Gerät ein, das verschiedene Arbeitsschritte miteinander verbindet. Es lockert den Boden oberflächlich und ebnet ihn ein. Erst dann fährt Jörg mit der alten Drillmaschine los. Viel Arbeit, die sie gern in Kauf nehmen. Ich merke, es entsteht ein Bewusstsein beim Verbraucher, was es bedeutet, nicht nur ein Bio-Nahrungsmittel zu kaufen, sondern ein hochwertig handwerklich produziertes Nahrungsmittel.